Ja, hallo liebe Fußballfreunde, willkommen zum Nachbericht des gestrigen WM-Eröffnungsspiels Brasilien gegen Kroatien, was die Brasilianer mit 3 zu 1 für sich entschieden haben. Ja, das Spiel begann sehr überraschend. Die Kroaten, ja, haben eigentlich die Brasilianer überrascht. Also schon in der 7. Minute gab es einen gefährlichen Kopfball von Ivica Olic. Ja, und dann in der 11. Minute war es dann soweit. Nach einer flachen Hereingabe von Olic konnte Marcelo den Ball nicht mehr ausweichen und beförderte ja ihn ins eigene Tor, und die Kroaten gingen ja überraschenderweise mit 1 zu 0 in Führung. Ja, das hat die Brasilianer irgendwie geschockt. Also sie haben irgendwie ein bisschen Zeit gebraucht, bis sie ins Spiel gekommen sind. Also so nach 20 Minuten gab es dann erst einen richtig guten Schuss von Oscar, den Pleticosa entschärfen konnte. Ja, und dann kam dann der Ausgleich, kam dann in der 29. Minute durch Neymar. Nach Vorlage von Oscar zieht er aus circa 25 Metern mit links ab, und der Ball war nicht besonders scharf, aber ziemlich genau per Innenstange geht er ins Tor rein. Sah jetzt nicht unhaltbar aus. Ja, ein guter Tormann hält den vielleicht, muss man sagen. Ja, aber man muss auch dazu sagen, Neymar hatte zuvor Glück, dass er nach einem Ellbogenstoß nur die gelbe Karte bekommen hat. War eigentlich eine Tätigkeit, um wofür es eigentlich Rot hätte geben müssen. Ja, von daher sehr glücklich für Brasilien. Ja, mit dem 1 zu 1 ging es dann auch in die Pause. Ich muss sagen, in der zweiten Halbzeit ist das Spiel dann ein wenig abgeflacht. Es gab dann nicht mehr so viele Torszenen. Ja, und dann beide Trainer haben dann auch gewechselt. Also in der 61. Minute hat Niko Kovac dann Brozovic für den eher schwachen Kovacic gebracht. Und Scolari hat dann Hernandez für Paulinho gebracht, also in der 68. Minute dann Bernard für Hulk. Und diese Wechsel haben dann schon bewirkt, dass die Brasilianer ein bisschen ja offensiver agiert haben. Vor allem, ja, und dann kam dann eben diese Szene in der 71. Minute. Ja, Lovren war leicht mit der Hand dran an der Schulter von Fred, aber Fred lässt sich eindeutig fallen. Und aber der japanische Schiedsrichter Nishimura zeigt auf den Punkt, und ja, eigentlich unberechtigterweise Elfmeter für Brasilien. Ja, Neymar verwertet den, ja, sehr hart geschossen, aber Pleticosa war noch dran, er ritt die Ecke, aber war halt sehr hart geschossen, und Brasilien geht, muss man sagen, eher unverdient mit 2 zu 1 in Führung. Ja, die Kroaten haben dann noch versucht, den Ausgleich zu machen, haben noch ja alles nach vorne geworfen. In der 78. Minute kam dann noch Rebic für den ja auch eher sehr schwachen Jelavic. Ja, aber so richtige Chancen konnten sie sich nicht rausspielen. Es gab dann noch eine Situation, die was dann, wo die Kroaten ein Tor erzielt haben, aber das dann auch in diesem Fall richtigerweise, muss man sagen, wegen Tormannfoul an Julio César abgepfiffen wurde. Ja, und ja, es kam dann noch in der 88. Minute bei den Brasilianern Ramires für den, ja, am Ende muss man sagen, Man of the Match Neymar mit seinen 2 Toren. Kam dann noch, ehe dann, ja, in der 91. Minute Oscar den Endstand von 3 zu 1 besorgte mit einem, ja, einen Schuss, der war auch eigentlich haltbar, sah Pleticosa jetzt auch nicht wirklich gut aus. Ja, und das war dann eben die Entscheidung. Ja, und zum 3 zu 1 muss man auch noch dazu sagen, dass im Mittelfeld, ja, ein Zweikampf hätte man durchaus auch Foul pfeifen können und Freistoß für Kroatien geben können. Also das war auch sehr, sehr fragwürdig insgesamt, ja. Im Nachhinein muss man sagen, sind die Kroaten doch sehr benachteiligt worden durch diese Schiedsrichterentscheidungen, und ja, da ist für mich auch verständlich der Frust, denn sie haben wirklich eine sehr gute Partie abgeliefert. Sie haben, ich finde, Niko Kovac hat die Mannschaft taktisch sehr gut eingestellt. Also sie haben das sehr gut gemacht, haben vor allem die Räume über den Flügeln genutzt. Links Olic, rechts Peresic haben das ausgenutzt, dass sowohl Dani Alves und als auch Marcelo sehr offensiv agiert haben. Und haben das eigentlich im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und wie gesagt, durch diese bittere Elfmeterentscheidung, ja, haben sie dann das verloren. Ja, für die Brasilianer muss man sagen, war glücklich, sind mit einem blauen Auge davon gekommen, aber jetzt sind einmal die ersten 3 Punkte hier. Ich denke, sie müssen sich noch steigern, falls sie wirklich ihrer Favoritenrolle gerecht werden wollen, muss da noch ordentlich was, eine Steigerung her für die Kroaten. So bitter die Niederlage auch ist, die Gegner für die Kroaten jetzt mit Mexiko und Kamerun, das sind die Gegner, die sie schlagen müssen, wenn sie ins Achtelfinale wollen.
Und darauf sollten sie sich konzentrieren. Wie gesagt, sie müssen diese Niederlage abhaken, dürfen jetzt nicht so viel mit dem Schiedsrichter hadern. Klar, es war sehr bitter, aber jetzt müssen sie den Kopf nach vorne richten und dieses Spiel vergessen. Wenn sie diese Leistung, die sie gestern gegen Brasilien abgerufen haben, auch wieder gegen Mexiko und Kamerun bringen, dann würde ich sagen, stehen die Chancen gut für den Achtelfinaleinzug. Ja, aber wie gesagt, das sind wieder ganz andere Spiele und die Voraussetzungen werden auch wieder ganz anders sein. Ja, warten wir mal ab, wie das war. Ja, ja, alles in allem war es für mich ein sehr unterhaltsames Eröffnungsspiel. Hat mir sehr gut gefallen mit vielen Torszenen. Und ja, jetzt ist meine Frage an euch. Was habt ihr von dem Spiel gehalten? Hat es euch gefallen? Was sagt ihr zu dieser, ja, zu dieser Schiedsrichterleistung? Ich bedanke mich für euer Zuhören. Bis bald. Tschüss. Euer Little Piccolo.